Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zum Let's Explain Minecraft. Ja, liebe Leute, wieso mache ich ein Let's Explain Minecraft? Ganz einfach. Ganz viele Leute spielen Minecraft nur im Creative Modus, weil sie den Survival nicht so ganz verstehen, also da Respekt vor haben. Ich weiß es nicht. Und ich habe mir gedacht, was kann besser sein als jemand, der einem erklärt, was man zu tun hat, dass man es auch dann selbstständig machen kann. Und genau das habe ich heute vor. Ihr seht, ich bin schon gestartet. Das hier ist mein Hündchen. Das werde ich euch auch noch erklären, wie wir das kriegen. Der begleitet uns heute, wenn er keinen Scheiß baut. Und ja, die Hütte hier hat nichts zu sagen. Das ist einfach nur leicht dahin created. Ja, wir fangen einfach mal an. Ich erkläre euch kurz. Wir haben hier mehrere Stationen, wie ihr seht. Von 1 bis 5 werde ich euch alles in Minecraft anhand dieser Stationen erklären. Oder das meiste, so dass ihr nur noch euch ein bisschen selbstständig um Rezepte ähnliches kümmern müsst. Und alles weitere werdet ihr dann hoffentlich können. Ja, heute fangen wir natürlich wie an, ganz klar, Station 1. Die ist Säen und Ernten. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo unser Snoop Doggy Dog ist. Der hängt da hinten fest. Den lassen wir, glaube ich, einfach mal hier sitzen. Machen die Tür zu, weil sonst rennt er uns quer durch die Aufnahme und das wollen wir nicht. Ja, Station 1, Säen und Ernten. Grundlegend in Minecraft sollte man natürlich auch andere Dinge wissen, aber wenn ihr im Survival-Modus spielt, gibt es eine ganz bedeutende Änderung. Neben dem Leben natürlich. Und das ist Hunger. Ihr werdet also Hunger empfinden. Auch gerade wenn ihr kämpft, werdet ihr schneller Hunger bekommen. Und eure Leber regenerieren sich auch erst dann, wenn ihr vollgefressen seid. Ja, und um euch voll zu fressen, braucht ihr natürlich was. Und was braucht ihr? Nahrung. Und dafür gibt es dieses kleine Tutorial hier. Und jetzt erkläre ich euch einfach mal, wie das geht. Ja, ihr seht schon einige verschiedene Sachen. Also es gibt mehrere Sachen. Ich fange mal einfach hier an mit den Kartoffeln und den Möhren, weil das ist eigentlich das Einfachste. Kartoffeln und Möhren bekommt ihr so nicht. Die findet ihr nicht in der freien Wildnis. Die bekommt ihr aber durch Drops zum Beispiel von Zombies. Zombies lassen unter anderem mal Kartoffeln oder mal Möhren fallen. Und solltet ihr die bekommen, also esst die bitte nicht. Die sind sehr, sehr selten, also nicht aufessen, sondern ihr macht Folgendes damit. Ich zeige euch das mal einmal getrost des Falles, ihr hättet jetzt eine Kartoffel bekommen. Dann geht ihr hin. Ich mach mal eben ganz kurz das Feld hier weg. So, das ist jetzt normaler Boden. So wie der hier auch. Und jetzt wollt ihr eine Kartoffel drauflegen. Geht aber nicht. Was macht ihr? Ganz einfach, ihr macht euch diese Hacke. Das muss gar nicht Diamant sein, das kann alles Mögliche sein. Wie ihr die macht, das zeige ich euch dann später bei Station 3. Nein, bei Station 4, beim Craften, genau. Und ihr macht euch diese Hacke und damit geht ihr zu diesem Boden. Am besten immer nahe des Wassers. Das muss gar nicht so direkt am Wasser sein, so wie ich das jetzt gemacht habe, aber nahe des Wassers, damit der Boden bewässert ist. Und dann haut ihr einfach mit Rechtsklick einmal da rein. Und dann ist der Boden beackert. Und jetzt könnt ihr die Kartoffel reinlegen. Und jetzt fängt sie natürlich erstmal klein an zu wachsen. Und bis sie dann dieses Stadium erreicht hat, dauert etwas. Deswegen nicht verzagen, immer schön warten, fleißig warten. Ihr habt gesehen, ich hatte gerade drei Kartoffeln daraus bekommen. Wenn ihr die Pflanze jetzt kaputt macht, bekommt ihr nur eine raus, weil es ist nur ein Ertrag da dran. Ist natürlich auch klar. Je weiter es wächst, umso mehr Ertrag habt ihr daraus. Ich zeige euch das einfach. Das könnt ihr, Pflanzen macht ihr mit Linksklick einfach kaputt und dann springt der Ertrag daraus. Also ich habe jetzt hier nur diese paar Felder geerntet und habe schon 12 Kartoffeln. Und wenn ich die jetzt alle neu nachpflanze, habe ich immer noch 8 Kartoffeln Ertrag. Also ihr seht schon, das lohnt sich auf jeden Fall. Dasselbe ist auch bei Karotten so. Genau dasselbe, keine Änderung. Manchmal geben sie mehr, manchmal geben sie weniger. Hier habe ich jetzt zum Beispiel 6 raus, aber das ist gar nicht schlimm. So, jetzt gibt es eine kleine Änderung.
Bei Weizen ist es ähnlich, aber nicht ganz. Ich zeige euch das einfach mal. Ich ernte den ganzen Scheiß jetzt hier mal weg. So. Machen das schön langsam, damit ihr das jetzt seht. Und ihr seht schon, da springt einiges raus. Und nicht nur hier diese 10 Weizen, weil genau 10 Felder, genau 10 Weizen. Nein, auch Samen. Diese Samen benutzt ihr zum Pflanzen. Wenn ich das jetzt mit Weizen machen wollen würde, das geht nicht. Also ihr müsst da wirklich Samen für haben. Samen, das zeige ich euch auch, da hinten bei 4 beim Craften, kriegt ihr nur bei Gras oder durch Gras. Also dann müsst ihr mal gucken, im nächsten oder im übernächsten Tutorial, wie ich genau das mache. Das ist aber gar nicht schwer. Und Weizen ist eigentlich mit einer der einfachsten Sachen, die ihr bekommen könnt. Ja, und dann habe ich hier noch Melonen. Ihr seht sie schon. Große, fette, saftige Melonen. Ja, Melonen ist eigentlich ganz ähnlich. Also ihr habt jetzt hier die Melone in der Wildnis gefunden und ihr klöppelt die klein. Und dann bekommt ihr ganz viel tolle Melonenscheiben raus. Aus den Melonenscheiben könnt ihr aber auch wiederum Samen machen. Also Kerne, um genau zu sein. Nicht indem ihr die esst, sondern indem ihr die klein macht. Und diese Kerne könnt ihr dann genau wie Samen oder wie Möhren und so einfach in der Erde einpflanzen. Und dann kommen da hier diese schönen großen Melonen raus. Passt aber auf, dass ihr immer Platz lasst, weil die wuchern zur Seite. Also die wachsen zur Seite aus. Ihr werdet es nie erleben, dass die oben drüber wachsen. Also die werden jetzt keine 2 Blöcke hoch, sondern die wachsen zur Seite aus. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eine hingesetzt hättet, die wäre nach hier ausgewachsen, dann wäre die zerstört. Das heißt, ihr hättet einen Kern verloren. Es ist nicht dramatisch, aber ärgerlich. Also guckt, wie ihr das macht. Dasselbe gilt auch mit Kürbissen, ne? Denkt dran. So, und dann haben wir hier noch Bambus. Früher war es Bambus, heute nennt sich das Zuckerrohr. Ja, ihr seht schon, Zuckerrohr wächst in 3 in Höhe. Nicht höher, nur 3 in Höhe. Das reicht aber auch völlig, weil das Zeug wächst wie Hölle. Also da habt ihr genug Ertrag raus. Es wächst auch nur am Wasser. Also hier, direkt verbunden mit dem Wasser. Also wenn ihr hier zum Beispiel das hinsetzt, dann wird er jetzt nicht, oder hinsetzen wolltet. Es geht nicht, weil es sucht sich nur an den langen Seiten eine Verbindung. Es geht nicht über Eck. Also hier, hier, hier und hier ist nur Gras und deswegen könnte man hier jetzt keine setzen. Aber da hier direkt Wasserverbindung ist, ihr seht da hinten, die Ecke habe ich auch ausgelassen, weil es einfach nicht geht. Aber in Direktverbindung mit dem Wasser geht es. Ja, um das zu ernten, das ist eigentlich ganz einfach. Müsst ihr einfach nur am besten, würde ich euch empfehlen, die zweite Etage hier abzuschnibbeln, beziehungsweise die erste. Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage, ne? Versteht ihr? Wenn ihr diese hier abklöppelt, da könnt ihr einfach mit Linksklick durchrennen. Dann seht ihr schon, dann fallen die von oben mit runter. So. Und dann habt ihr den kompletten Ertrag und den Ertrag dürft ihr auch gerne wieder zum Beispiel hier weiterverwenden. Wenn ihr das nicht mehr da haben wollt, weil das einfach scheiße aussieht, könnt ihr es wegmachen. Wenn ihr aber sagt, das sieht so obergeil aus, dass ich da Deko rausmachen will, dann könnt ihr die sogar übereinander pflanzen. Und sogar höher als 3. Ich guck mal, ob ich das hinkriege irgendwie. Und hüpp, da seht ihr es. Dann gehen die sogar bis 4 hoch. Wie hoch es noch geht, weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Auf jeden Fall geht es hier. So, und dann kommen wir zum Kakao. Ja, Kakao hat eine besondere Eigenschaft, und zwar die wächst nur an Tropenbäumen. Kakao, das sind diese Früchte hier, die lassen Kakaobohnen fallen. 3 Stück immer. Ich zeige euch das einfach mal. Ihr seht schon, die gehen ganz schnell kaputt, das ist gar kein Problem. Kann man auch gut einsammeln, manchmal. Die jetzt nicht. Die ist wahrscheinlich zu lange im Wasser. Ja, ihr habt immer diese roten oder orangen, wie ihr das sehen möchtet, Früchte. Aber wenn ihr die an den Baum dran setzt, gemerkt, es ist ein Tropenbaum, dann werden die so gelb und ganz klein. Ja, auch logischerweise, auch die müssen wachsen. Deswegen
Wenn ihr die jetzt kaputt macht, dann bringen die euch nur den Ertrag raus, den ihr eingesetzt habt, nämlich eine. Wartet also damit, bis sie groß sind, richtig dicke, fett, knallrot, dann bringen die euch den meisten Ertrag. Und ihr könnt auch gerne die nebeneinander stellen, nur lasst immer zwischen den Bäumen zwei frei, weil da müssen ja auch zwei Früchte hin, ne? Und ob er die jetzt in einer Höhe oder in drei Höhe oder in 20 Höhe macht, ist scheißegal, die Bäume. Macht das so, wie viel ihr Ertrag möchtet. Ich mache immer drei, das ist am angenehmsten und bringt sehr, sehr viel Ertrag. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch Kakteen. Oder Kakteen, wie ihr möchtet. Ja, Kakteen sind ein ganz tolles Gebilde, weil sie machen Damage, wenn man reinläuft. Jetzt kann ich mal zeigen. Zack. Aua. Ja, das hat damit zu tun, dass die hier so dicke, fette Stacheln haben, wie ihr schon seht. Kakteen kann man nicht essen. Die sind nicht zum Verzehr geeignet. Damit könnt ihr Monsterfallen machen. Zum Beispiel, indem die Monster über eine Treppe oder sowas oder über irgendetwas in die Kakteen reinfallen und dann ja, da drin sterben. Weil die machen dauerhaft Schaden. Also wenn man stehen bleibt, machen die dauerhaft Schaden. Die sind aber noch gut, um Farbstoff herzustellen. Grün zum Beispiel. Und sie sind natürlich, wenn ihr in der Wüstengegend seid, auch mal ein bisschen grün. Auch nicht schlecht. Ja, ich zeige euch einmal, die kann man auch abbauen. Auch genauso. Die fallen dann auch runter. Passt aber auf, wenn ihr diese eng stehen habt wie ich. Das ist jetzt hier nur Deko. Dann fallen die manchmal auch woanders runter. Zum Beispiel in einen anderen Kaktus rein. Und der zerstört die Blöcke. Der ist wie Lava. Also baut ihr am besten ein bisschen weiter auseinander, weil meistens habt ihr genug Sand. Aber ansonsten könnt ihr auch die wieder übereinander bauen, wenn ihr sagt, nee, sieht doch nicht so schön aus. Ja, macht das, wie ihr möchtet. Das bleibt euch selbst überlassen. So, ich räume den ganzen Krempel jetzt hier mal weg. So, und der kommt hier hin. Und dann habe ich noch das Letzte. Und das ist ein bisschen was Besonderes. Ihr seht schon, ich habe hier ein ganz komisches, abstruktes Gebilde geschaffen. Das hier ist ein modifizierter Lichteinlasser. So habe ich das Ding genannt. Hier kommt wirklich nur über das Seitenlicht Licht hier runter. Das erkläre ich euch auch gleich, warum. Und zwar, wenn wir uns hier durch das große Gestrüpp kämpfen, dann seht ihr, hier ist auf einmal ein Eingang in diesem Block. Und da gehen wir runter. Und da seht ihr, da ist was drin. Ein Keller. Und in dem Keller sind Pilze. Ja, ihr seht die Pilze. Pilze könnt ihr mittlerweile auch anbauen. Ich glaube, das ist seit 1.6 möglich. Ich weiß es gar nicht, seit wann. Auf jeden Fall könnt ihr Pilze jetzt anbauen. Die vermehren sich. Das heißt, wenn ihr einen irgendwo hinstellt und da ist es dunkel genug, dann wächst der oder schlägt aus und drumherum entschaffen neue Pilze. Es ist natürlich sehr günstig, weil man Pilze öfter auch gebrauchen kann, weil sie auch einfach teilweise dekorativ sind, je nachdem, wo man ist. Man findet sie nicht an allen Ecken. Und so kann man sie halt ein bisschen züchten. Die Besonderheit dabei ist, also sie wachsen auch auf so ziemlich jedem Boden. Nur, sie brauchen ein klein wenig Sonnenlicht. Ganz, ganz klein wenig. Um ein bisschen zu wachsen. Wenn sie gar kein Sonnenlicht haben, wachsen sie auch eigentlich so gut wie gar nicht oder gar nicht. Deswegen lasst ihr am besten immer ein bisschen Licht ein. Ja, ihr seht das jetzt hier wahrscheinlich nicht, dafür ist es zu dunkel. Hier ist mein Lichteinlasserloch. Da habe ich zwei Löcher bis oben hin gebohrt und habe abwechselnd von links nach rechts immer Blöcke reingesetzt, so dass die das Licht immer Umwege nehmen muss, um einzufallen. Und oben ist auch der modifizierte Lichteinlasser, das heißt, es kommt wirklich minimalst nur Licht durch. Gerade genug, dass die Pilze wissen, wie sie wachsen sollen, wie sie wachsen können. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Gar nicht viel. Ja, lasst sie einfach wachsen.
Jetzt wird es ein bisschen heller, jetzt wird es wahrscheinlich Tag. Sie brauchen ihr Licht, ein klein wenig. Je dunkler es ist, umso schneller wachsen sie. Also nicht so viel Licht. Und wenn es ganz hell ist, deswegen könnt ihr es auch nicht an der Oberfläche machen. Beziehungsweise nicht ohne einen Sonnenschutz drüber zu tun oder so. Wenn es ganz hell ist, dann ja, zerfallen die in Items wieder, so wie ihr sie in der Hand halten könnt. Ja, das waren schon die Pilze. Ich glaube, das war's. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, war's das. Ja, ihr wisst jetzt, wie man anbaut, ihr wisst, wie man erntet und ihr wisst, wie ihr es am besten anordnet. Ich würde sagen, probiert es einfach selber aus. Guckt euch vielleicht vorher noch die anderen Tutorials an, dann braucht ihr nicht immer wieder unterbrechen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach mal viel Spaß beim Ausprobieren und beim Schlemmen vom leckeren Essen. An dieser Stelle war es das von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Let's Explain.